Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Park Beyond. Ja, da sind wir wieder zurück in unserem leicht verrückten, abgedrehten Park. Und ich habe ja eigentlich gesagt, dass wir jetzt nach der letzten Folge wieder eine Pause einlegen, bis dann wieder ein Slot frei wird. Aber ich habe gesehen, das Spiel, was ich aufzeichnen wollte eigentlich jetzt für den Tag heute, kommt erst, ja, zu spät. Ich kann dann um die Uhrzeit nicht mehr aufnehmen. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, nimmst du nochmal eine Folge Park Beyond auf. Und dann kommt halt das Spiel dann einen Tag später. Das andere, was ich dann aufnehmen wollte. Und ich denke mal, so machen wir es auf. Wir spielen jetzt einfach nochmal eine Runde. Ich habe gerade das Spiel nochmal neu geladen. Beziehungsweise neuer Aufnahmetag insgesamt. Wir hatten zu Beginn jetzt hier ungefähr 400 minus. Jetzt sind wir aktuell wieder bei 1198. Kann natürlich sein, dass es jetzt nach dem Spiel laden wieder absackt, aber ich hoffe, dass sie das in dem Update 2.0 ein bisschen, ja, geregelt bekommen haben. Dass es nicht mehr ganz so schlimm absackt, dass sich das schnell wieder abfängt. Wir können ja gerade mal gucken, was hier so die ganzen Besucher in dem Park machen. Wir haben auf jeden Fall noch überall schöne Schlangen stehen an den Fahrgeschäften. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Wir haben auch hier bei den Hotdogs, was total krass irgendwie ist, weil Hotdogs sind ja so unbeliebt eigentlich in dem Spiel. Ansonsten, was hat man noch gemacht? Wir hatten hier die schönen Zuckerzauberland-Buden hingestellt. Stimmt, da war ja was. Hier die Eisdiele und die Pommesbude hatten wir im Zuckerzauberland-Design hingestellt. Boah, was ist denn hier los? Aber ey, die Fahrgeschäfte, diese stinknormalen oder beziehungsweise allgemein die Fahrgeschäfte, die werden ja so krass gerade benutzt. Das ist echt verrückt. Preis ziemlich in Ordnung, Preis ist ein Schnäppchen. Gehen wir auf 5,90 hoch für das Fahrgeschäft. Wie sieht's hier aus für Himalaya-Abenteuer? Ist in Ordnung, Schnäppchen. Gehen wir gerade auch ein bisschen hoch, dass wir wieder ein bisschen mehr Geld einfahren. Wir hatten ja in der letzten Folge ganz viel gemacht. Ja, das war ja die erste Folge mit dem neuen Update. Und wir hatten in der letzten Folge hier den kompletten Bereich wieder eröffnet. Und das muss natürlich jetzt hier alles noch optimiert werden ein bisschen. Ja, dass man da noch ein paar andere Geschäfte hinsetzt. Unser Minus geht schon wieder zurück. Also das scheint jetzt wirklich mit dem neuen Update besser zu funktionieren. Ja, wir müssen natürlich gucken, dass das hier alles noch optimiert wird. Ich bin gerade am Schauen. Wo haben wir denn überall hier Toiletten? Wir haben da eine Toilette, wir haben oben eine Toilette. Das hier oben ist eine Luxustoilette. Ansonsten haben wir hier noch eine Toilette. Dann weiß ich nicht. Hier unten haben wir auch noch eine. Alles klar. Gut, wie sieht's aus bei den Automaten? Der macht auch ein bisschen Gewinn, finde ich gut. Ansonsten hier haben wir einen Ruheraum. Da haben wir... Taco Shop. Taco Shop ist gerade auch nicht ganz so gehypt. Aber wir können hier auf jeden Fall noch ganz viel Zeugs hinsetzen. Wir können ja gerade mal gucken. Okay, jetzt machen wir gerade wieder ein bisschen Minus. Ich denke mal, wenn wir das jetzt einfach so laufen lassen, dann machen wir gleich wieder Plus. Wir können ja gerade mal gucken, was so das Glücksgefühl von den Besuchern macht. Es sind auf jeden Fall, es werden immer mehr Besucher. Das ist auch so eine Sache seit dem neuesten Update. Werden es endlich mal mehr Besucher. Also Glücksgefühl sieht perfekt aus. Die Leute kommen gelb, nicht ganz so glücklich in den Park und danach werden sie grün. Das ist perfekt. Also Glücksgefühl könnte nicht besser sein. Dann haben wir hier Trinken. Ja, Trinken haben wir hier hinten so ein bisschen Engpass, würde ich sagen. Ja, die Schlange ist da auch recht lang. Wir gehen da mal auf entspannt. Also Trinken ist nicht ganz so toll versorgt. Also hier schon, da können wir auch von mir aus mal ein bisschen schneller arbeiten, hier im Parkeingang. Die Leute kommen durstig her, wollen erstmal was trinken. Da müssen wir schön schnell abfertigen. Ah, ansonsten, wie sieht's hier aus? Das ist okay bei dem Getränkeautomat. Hier unten, das passt auch alles so weit, das sieht gut aus. Hier, das läuft auch, das läuft auch. Das ist auch ganz super. Alles klar, wir sind wieder im Plus ein bisschen. Schauen wir gerade mal nach dem Essen. Essen haben wir auch gerade ganz leichte kleine Schlangen hier bei der Pommesbude stehen. Ich würde hier, glaube ich, auch wieder auf entspannt hochgehen, dass die Leute da nicht warten müssen. Neue Parkstufe erreicht. Besucherkapazität auf 7385 erhöht. Hui. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, dann können wir auch das nächste Deko-Paket eigentlich freischalten. Boah, Western würde ich gerne nehmen. Nehmen wir Western. Da haben wir nur noch Alien Planet quasi frei. Und dann haben wir alles freigeschaltet. Das ist doch schon mal sehr cool. Das ist doch schon mal sehr cool. So, wir machen genug Plus. Wir gehen wieder auf die normale Geschwindigkeit. Also, man sieht es. Ich glaube, wir haben das damit bestätigt. Mit dem Update 2.0 funktioniert es mit den Besuchern auf jeden Fall besser. Normalerweise nach dem Reinladen vor dem Update war es immer so, dass hier ein Großteil einfach dann rot wurde mit dem Glücksgefühl. Die sind dann alle aus dem Park rausgestürmt. Die Finanzen sind dann komplett eingebrochen. Die Besucher sind weniger geworden. Die Besucherzahlen sind jetzt trotzdem weiter gestiegen, trotz Neuladen. Wir machen Gewinn. Es läuft super. Aber auf jeden Fall, das Update hat sich sowas von gelohnt.
Meeresbuffet-Shop im Zuckerzauberland. Das wäre natürlich auch was Feines für die Erwachsenen, die hier durchlaufen. Haben wir hier viele Erwachsene hier oben? Können wir ja gerade mal nachgucken. Familien, Teenager, Erwachsene. Ja, ich finde, es laufen eigentlich doch recht viele Erwachsene hier oben rum. Ich glaube, wir müssen unser Zuckerzauberland noch so ein bisschen erweitern. Ja, hier noch so ein Meeresbuffet-Shop hier oben, wo jetzt die Erwachsenen vorbeilaufen, ist doch schon mal gar nicht so verkehrt, glaube ich, oder? Und das Gebäude sieht auch noch cool aus. Wir erweitern das Zuckerzauberland noch ein bisschen. Ja, hier so in die Allee rein. Man muss es ja hier nicht mehr ganz so übertreiben mit diesen rosa Farben und Süßigkeiten, aber dass man hier halt einfach nochmal so ein... Boah, das sieht so cool aus mit diesem Alien-Dino, der da über die Bäume drüber guckt. Aber dass man hier nochmal ein paar Blumen hinsetzt. Ich meine, die Gebäude an sich, die sind ja schon Kunstwerke. Er gleitet vor lauter Freude schon durch die Gegend, alles klar. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Gefällt mir. Auch das mit dem Dino, dass er so über die Bäume drüber guckt bei der Kurve, gefällt mir auch sehr gut. Wir gehen hier mal auf entspannt runter. Hier die Leute haben auch Durst. Ich bin gerade am Überlegen, wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht auch einen Zuckerzauberland-Mineralwassershop haben. Jawohl, Mineralwassershop, Zuckerzauberland. Sieht doch mega aus. Komm, weg damit. Ja, passt nämlich nicht so ganz hier hin vom Design her. Wenn wir schon das Zuckerzauberland-Design haben, dann richtig. Natürlich so machen, dass es nicht in das andere Gebäude reinhängt. Vielleicht noch so ein bisschen drehen. So ist doch schön. Dann haben wir da einen passenden Mineralwassershop zum Thema Zuckerzauberland. Ja, wenn wir hier schon so ein Deko-Paket haben, dass wir so einen Themenbereich aufbauen können, dann machen wir das natürlich. So. Wie sieht es hier hinten aus auf dem Weg? Ist ziemlich viel los. Ja, wir haben 4581 Besucher. Es wird also immer mehr. Das heißt, hier bei den ganzen Shops wird wahrscheinlich auch früher oder später ein bisschen mehr los werden. Weil hier gerade überall tote Hose ist. Wie sieht es denn hier bei dem Riesenrad aus? Verlassen. Macht 259 minus. Es ist toll. Sieht's hier aus, Preis in Ordnung. Wir hatten etwas Spaß. Etwas Spaß ist immer so ein bisschen, ja gut, wir sind halt mitgefahren, war halt ein Fahrgeschäft. Es ist irgendwie so ein bisschen Depri. Kakaoshop. Oha. Ballons sind gerade wieder voll im Trend. Die sind gerade wieder voll im Trend. So, wir können von mir aus hier auch nochmal ein paar Ballons hinsetzen. Bringen wir nochmal ein bisschen mehr Farbe rein. Die ganze Sache. Eigentlich könnte man diesen Stil mit den Ballons noch so ein bisschen beibehalten, wenn wir das hier immer so doppelt parallel setzen. Also hier jetzt nochmal eine Kopie von, dann setzen wir hier nochmal einen Pack hin. Und vielleicht hier vor dem Baum oder so. Bringen wir auch nochmal da ein bisschen mehr Farbe rein. Ja, ist glaube ich so okay. Der Shop passt mir irgendwie nicht so ganz. Ballonshop, den nutzt auch irgendwie keiner. Ich bin gerade überlegen, wie es wäre, wenn man hier die Wege verbindet. Weg mit dem Gebäude, Wege verbindet. Habe ich vielleicht hier oben das Problem, dass es da ausstirbt, aber andererseits hätten wir halt hier so einen kleinen Rundweg, wo die Leute hier vorbeilaufen könnten und ich meine... Ich weiß ja nicht, können wir da irgendwo noch einen Weg reinquetschen? Also ich würde jetzt ungern was abreißen wollen dafür. Würde sogar gehen. Würde aber, glaube ich, ziemlich komisch aussehen. Was ist, wenn wir das Gebäude gerade mal umziehen lassen? Nur mal testweise. Testweise. Jetzt geht doch mal da gescheit hin. Wo ist dein Problem? So und da oben dran. Von mir aus. Ja, dass man das Gebiet hier oben vielleicht so ein bisschen mehr belebt. Auch das wäre auch ganz schön. Wenn ich vielleicht hier da so einen Weg rüberziehe. Das könnte vielleicht funktionieren. Ich
Ich meine, vom Weg her, es passt ja. Es ist nur so ein Ruheraum für die Mitarbeiter. Die können da ruhig drüber laufen. Das ist ja kein Thema. Wenn man dann hier sagt, komm, Weg von hier. Vielleicht so ein bisschen schlängeln. Einmal so und dann hier anschließen. So würde ich es gut finden. Dann hat man hier so eine kleine Abkürzung. Ja, ich will ja nicht, dass die Leute hier wirklich Kilometer schruppen ohne Ende. Da haben wir vielleicht ein bisschen mehr Bewegung hier bei dem Shop. Genau, die ersten Leute rennen schon lang und vielleicht haben wir hier hinten dann auch so ein bisschen mehr. Und hier auch vielleicht dann mehr und da und da und da und da. Ihr wisst Bescheid. Große Pläne. Wow, Krake. Große Pläne. Ja, wir können aber das natürlich noch ein bisschen anpassen hier. Wir müssen das natürlich vom Stil her ziemlich ähnlich halten. Wobei ich sagen würde, wir können ja mal gucken. Wobei, das ist so ein enges Gebiet hier. Wenn ich da so ein fettes Zuckerzauberland-Dinge hinklatsche, dann ist hier das komplette Gebiet wahrscheinlich voll. Wir lassen es erstmal so. Dreh dich ein bisschen. So. 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 Ich würde sagen, die Blumen machen wir bis hier drüben hin. Dass der Weg noch so ein bisschen Zuckerzauberland-Feeling hat. Und dann... Ja, da ist der Boden wieder so komisch. Da kann ich wieder die Objekte nicht gescheit hinsetzen. Ah, so halb. Kann man machen. Muss man nicht, kann man aber. Da drüben geht dann der Themenbereich Western los. Na, macht der Mitarbeiter erstmal Pause? Ja. Ist genehmigt. Chefchen hat gesagt, ist okay. Ja, man sieht es, es ist auf jeden Fall mehr los hier jetzt auf dem Weg. Viele nutzen den wirklich als Abkürzung, weil die hier hinten lang rennen wollen. Ist vielleicht keine blöde Idee, hier den Weg so anzuschließen. Ich hoffe jetzt noch nicht, dass andere Bereiche jetzt wieder aussterben deswegen, aber ich denke mal, das wird passen. So. Was natürlich noch fehlt, sind Lampen. Ja, hier im Dunkeln rumlaufen würde ich auch nicht gerne. Setzen wir da noch eine hin. So, dann kommt man hier so entlang. Kommt man... Ja, man sieht's. Da stehen jetzt schon ein paar Leute an. Das passt. Da stehen die Leute auch schön Schlange. Alles klar. Hier stehen sie extrem Schlange. Da gehen wir mal auf entspannt hoch. Hier stehen sie auch ziemlich Schlange. Mal auf gemäßigt. Da sind wir sowieso schon aufgestresst. So. Hier hinten ist meiner Meinung nach ein bisschen weniger geworden, aber es sind insgesamt mehr Parkbesucher da. Es sind insgesamt mehr Parkbesucher hier am Start. Noch haben wir hier einen Stau auf der Toilette. Scheint überfüllt zu sein, okay. Ja, das scheint wirklich so der Fall zu sein. Softdrink Shop. Aber mich wundert es, dass hier trotz viel mehr Besuchern dieses Gebiet hier eigentlich jetzt komplett ruhig ist. Wir wissen ja, wir hatten einige Folgen, wo da wirklich richtig Katastrophe war. Gehen wir mal auf gemäßigt hoch. Wir haben schon wieder 5 Punkte zur Verfügung, krass. Ja, das wollte ich nicht mehr upgraden, weil das haben wir hier hinten schon geupgradet. Wir könnten theoretisch das zum Doppelrad upgraden. Oder wir setzen halt irgendwo nochmal ein Riesenrad hin und machen das oder upgraden das dann. Da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Hier unten hatten wir ja, glaube ich, dann alles gehabt. Oh, Feuer und Flamme. Da müssen wir gleich mal einen Mechaniker hinschicken. Ich will mir überlegen, ob wir die Achterbahn ein bisschen
spaßiger machen. Das würde hier bei der Achterbahn ziemlich viel bringen, würde mehr Teenies in den Park locken. Machen wir das. Upgraden wir mal die Achterbahn, wackeln wir, zack. Da sieht man jetzt wahrscheinlich optisch nicht wirklich was, aber die Besucher wissen, es macht jetzt mehr Spaß. Viel Spaß. Der Drop Tower, das ist aber auch mittlerweile ein Drop Tower, ey. Halleluja. Dann auch mit Raketenantrieb noch nach unten geschossen. So. Das wollte ich hier noch so ein bisschen weiter dekorieren. Unser Zuckerzauberland. Da können wir auch nochmal hier so ein bisschen was hinsetzen. Okay, Wartung. Wir wollten unten zum großen Karussell mal jemand hinschicken, weil das ziemlich heiß aussieht. Genau, da muss jemand hin. Da ist aber auch gerade anscheinend jemand auf dem Weg hin. Wenn ich das richtig verstanden habe. Zugeteilte Wartungspersonal bündeln. Keine Ahnung, was mir das sagen möchte. Auf jeden Fall ist er hier auf dem Weg hin. Finde ich gut. So, ich würde sagen, wir tun dann auch mal demnächst mit den Punkten mal wieder das... Oh, was ist denn hier unten los? Voll die Hölle los. Maximum ausgelastet. Ja, krass. 67. Direkt wieder die Preise anziehen. Bin aber auch ein Fuchs. Ey, der Verkuppler, ich weiß nicht, seit dem Update, der Verkuppler ist so dermaßen beliebt, dass wir direkt mal den Preis anheben müssen, weil die Leute stehen Schlange. Wie viele Leute können da gleichzeitig mitfahren? 32, okay, das sind nicht ganz so viele. Hätte ich gedacht, da können noch ein paar mehr mit. Ist auf jeden Fall krass. Mich würde es nur freuen, wenn hier mit dem Infinity-Rad noch mehr fahren würden, aber da ist auch mehr los. Das ist auch fast Maximum ausgelastet. Wie viel sind denn da drinne? 280 normalerweise. Passen rein. Wir sind da aktuell drin. Kann ich das irgendwo sehen? Aber es sind auf jeden Fall verdammt viele drin. Wenn das fast komplett ausgelassen. Die Leute stehen Schlange. Die stehen Schlange beim Infinity-Rad. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Jetzt habe ich alles im Leben gesehen. Jetzt kann ich in Ruhe sterben. Ja, krass. Wir haben fast 4700 Besucher. Das ist cool, wenn es sich wirklich so positiv weiterentwickelt. Seit dem Update jetzt läuft es wirklich richtig gut. Also, das funktioniert alles jetzt viel besser. Viel, viel besser. Es macht auch viel mehr Spaß jetzt auf einmal wieder, weil man sieht, es geht vorwärts. Es tut sich was in dem Park. Es entwickelt sich weiter. Man bleibt nicht an der Stelle stehen und kann nichts machen. Ja, das ist jetzt auch viel, viel besser. Ich meine, hier, das ist nicht ganz so sehr besucht, aber das ist klar. Hier oben in dem Gebiet ist halt nicht ganz so viel los. Ja, das müssen wir noch alles noch ausbauen, noch schöner machen. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal Hand anlegen. Ansonsten, wie läuft's hier? Besucher haben auch viel mehr Spaß. Also das ist auch sehr auffällig. So, was tut sich hier oben mit dem Weg? Ja, wir haben jetzt hier diese Abkürzung reingebaut, dass die Leute da quasi abkürzen können. Die müssen jetzt nicht hier hinten entlang laufen. Die verpassen da eigentlich auch nicht viel. Nur das Fahrgeschäft und den Shop hier hinten. Das läuft aber auch ganz okay, sagen wir es mal so. Ja, es laufen trotzdem noch sehr viele Leute hier entlang. Viele biegen dann auch da ab. Das passt. Der Shop ist jetzt so ein bisschen mehr in Gebrauch. Der steht nicht mehr nur rum und wird nicht genutzt. Hier hinten haben wir jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr Besucher unterwegs, was ja auch sehr schön und sehr wichtig auch ist, dass wir hier mehr los haben. Wir können aber jetzt auch gerade mal gucken. Wir hatten noch das Western-Stil. Kaffeeshop im Western-Stil. Haben wir auch eine Hotdog-Bude im Western-Stil, weil dann würde ich die gerne hier mal austauschen, weil die passt da nicht so ganz hin. Hotdog-Shop im Western-Stil. Das wäre natürlich super. Zuckerzauberland? Nee, nicht so ganz. Pommes-Bude im Western-Stil. Das wäre auch cool. Was haben wir Schönes hier? Hotdog-Shop Western-Style. Gut. Du bist gefeuert. Okay. Hotdog-Bude im Western-Stil gibt's. Dann warten wir kurz den Laderuckler ab. So, wo hatten wir das? Da unten. Das passt einfach viel besser hier in das Thema rein. Ja, wenn wir hier schon Western-Thema machen, viel besser. Für mich ist das Hotdog-Symbol da eben oben immer noch zu bunt eigentlich, aber das passt auf jeden Fall schon tausendmal schöner hier rein.
Genauso wie Burgerbude würde ich gerne austauschen. Ich glaube, Burgerbude gab es auch im Western-Stil. Müsste eigentlich alles geben. Burgerbude. Burger, Burger. Kann ich das einfach so reintippen? Genau, da kommt da so eine Burgerbude. Ja, von der Position passt mir aber gerade nicht so wirklich an den Weg daran. Das finde ich eine doofe Position. Das andere ist auch doof. Es snappt jetzt nur noch so blöd da an. Wie machen wir es dann? So sind wir halb auf dem Weg drauf. Da ist der Burger im Weg. Da ist das. Ja komm, dann klatschen wir es halt einfach weiter dahin. Ich kann auch mal kurz hier den Weg abreißen, theoretisch. Da werden sich jetzt viele Besucher ärgern. Aber wenn wir das einfach mal so machen. Schön geschwungen. Dann können wir auch hier die Bank ein bisschen verschieben. Für die hat es genau gepasst. Der Weg war wieder da, als sie da angerannt kam. Machen wir das so. Lampe können wir auch noch mal ein bisschen anpassen. Mülleimer passen wir ein bisschen an. Bank stellen wir auch wieder hin. Der Burger kann ja gerade mal kurz weg. So, jetzt gucken wir mal, ob die Bude da ein bisschen besser hinpasst. Die Burgerbude. Jawohl, das sieht doch viel besser aus. Vielleicht passt sogar noch was daneben. Dann haben wir so ein kleines Essensständchen hier. Beziehungsweise ein kleines Städtchen. Gucken wir doch mal, was haben wir denn noch Schönes? Feingebäck? Ja, weiß ich nicht. Delikatessenshop? Weiß ich nicht. Wir haben ja, glaube ich, sehr viele Teenies unterwegs. Pizza ist gerade wieder sehr beliebt. Oder halt eine Pommesbude mal. Ich glaube, aber Pizzabude haben wir hier oben noch nicht. Boah, das Ding ist groß. Steht sogar ein bisschen in die andere Bude mit rein. So würde es theoretisch passen. Passt es aber dann auch hier vorne mit dem anderen? Nö. Das ist echt eine Riesenhütte. Döner? Döner ist auch so groß. Kandierte Äpfel. Der Bock auf kandierte Äpfel hier oben? Ich will so eine kleine Westernstadt hier zusammenbauen. Mann. Oder noch was zu trinken. Trinken, da hätten wir Mineralwasser. Eis? Hier oben Eis im Westernbereich? Ah, komm, machen wir. Den Burger. Den müsste man theoretisch ein bisschen schrumpfen. Der ist immer noch riesig. So, das schieben wir gerade mal ein bisschen. Der kommt jetzt erstmal weg. Da haben wir noch so einen Dekobaum drin stehen. Den tun wir gerade mal hier außen hin. Wie geil, da steht sogar jemand und schießt. Pow, pow, pow. So. Die Wasserbude hier. Mineralwassershop. Weg damit. Passt nicht hierher. Ins Thema. Mineralwassershop im Western-Style. Boah, sieht auch mega aus, das Gebäude. Das sieht auch mega aus. Sehr schön. Ja, das sieht doch gleich viel, viel angenehmer aus, wenn man jetzt hier durchläuft und hat wirklich so eine kleine Westernstadt da hinten. Und hier sieht aus wie so eine kleine Kapelle, Kirche. Ja, alle Eishüte auf, auch nicht schlecht. Ja, das hat doch was. Auf jeden Fall. Hier ist jetzt auch mehr los auf dem Weg. Boah, wir sind jetzt bei 4732 Besuchern. Halleluja. Haben wir auch Toiletten im Western-Stil? Ich frag nur mal so. Oh ja, Standard-Toilette Western. Dann fangen wir doch erstmal mit der Toilette da an, oder? Piu, weg ist er. Dann kommt man hier langsam vom Zuckerzauberland in den Western-Bereich rüber. Das sieht auch sehr cool aus, die Toilette. So, das gehört dann wieder mehr zum Zuckerzauberland. Hier so bunte Farben.
nur die Frage, wo wir das hinsetzen wollen. Gerade mal als Deko von mir aus hier hin. Hier haben wir verdammt viel los. Was haben wir denn hier? Mineralwassershop. Da ist gut was los. Wir können ja hier nochmal so ein paar Sachen hinsetzen, damit es so ein bisschen aussieht, als würde es hier langsam Richtung Western-Bereich gehen. Ich muss gerade mal ganz kurz das Näschen putzen, bin gleich wieder da. So, wieder zurück. Oh, was ist denn hier los? Ja, jetzt auf einmal hier der Ballonshop, der rollt jetzt auf einmal. Das läuft echt gut. Also der Plan ist aufgegangen. Hier hinten läuft es trotzdem. Wir haben hier eine Riesenschlange. Da ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so viel los. Da gehen wir einfach mal ein bisschen runter. Hier haben wir eine Luxustoilette. Die wird auch wunderbar genutzt mittlerweile. Macht auch richtig schön Gewinn. Ich würde aber sagen, hier würde auch eine Toilette im Zuckerzauberland-Design ein bisschen besser hinpassen. Standardtoilette, Luxustoilette. Tja, die sieht doch fett aus. Komm, her damit. Dass wir langsam hier mal so Themenbereiche reinkriegen. Und das ist nun mal der Zuckerzauberland-Themenbereich hier hinten. Da muss auch eine Zuckerzauberland-Themenbereich-Toilette hin. Wir verlangen für die Luxustoilette nur 70 Cent. Was? Da waren wir doch schon mindestens mal bei 1,80 oder so. Mindestens mal. Jawohl, da stürmen sie gleich auf die Toilette. Ich würde aber jetzt so als Besucher nicht erkennen, dass das Toilette ist, ehrlich gesagt. Aber egal, die Leute wissen es schon. Wunderbar. Feingebäckshop könnte man auch noch austauschen. Die Pommesbude könnte man theoretisch noch austauschen. Wobei, die finde ich jetzt eigentlich vom Design her gar nicht so schlimm. Aber hier Feingebäckshop noch im Zuckerzauberland-Design. Aber es ist natürlich schwierig, das platztechnisch darunter zu kriegen. Auf jeden Fall noch gerne machen würde, wäre hier im Personalraum hier hinten irgendwo. Das Personal sich auch mal irgendwo ausruhen kann. Ach, da haben wir schon einen hier oben. Alles klar, habe ich gedacht, haben wir noch nicht. Ja, hier oben würde ich gerne vielleicht Da Vinci-Bereich machen. Unten vielleicht hier auch. Mehr so Zukunftsroboter-Kram ist es ja mehr so im Spiel. Würde ich sehr cool finden. Teenie-Bereich können wir ruhig so Standard lassen. Das finde ich eigentlich ganz passend. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Könnte man aber auch Da Vinci-Bereich draus machen. Hatten wir ja, glaube ich, genau, wir haben ja schon das ein oder andere Gebäude hingesetzt, weil es einfach klein und cool aussieht. No, kriegen wir hier langsam wieder ein Müllproblem. Wir machen aber so viel Gewinn aktuell und das nach dem Spielladen. Ja, gerade mal 30 Minuten nach dem Spielladen sind wir so weit im Gewinn drin. Das ist unglaublich. Und so viele mehr Besucher da. Das ist wirklich richtig, richtig krass. Komme ich einfach nicht drauf klar, dass es jetzt so gut funktioniert. Wir ballern das Geld mal direkt raus für neue Angestellte. Und die Punkte ballern wir raus für bessere Angestellte. Ich glaube, die funktionieren jetzt aber auch ein bisschen schlauer. Das ist auch schon mal sehr wichtig auch. Oh, der neue Abflaminator wird bei Reinigungskräften und Gästen einschlagen. Und er ist überraschend sicher. Zumindest, solange niemand Feuerwerkskörper wegwirft. Was? Ich frag lieber nicht. Die Standardtoilette kostet... Kann das sein, dass die Toiletten jetzt beim Synchronisieren den gleichen Preis haben, ob Standard und normale? Kann das sein? Ja, tatsächlich. Ah ne, Moment, das ist ja auch eine Standardtoilette. Sorry, ich hab gedacht... Hä? Ich hab gedacht, ich hab da eine Luxustoilette hingesetzt. Das ist aber eine Standardtoilette. Dann war ich falsch. Nee, dann passt das sogar. Dann hat es mit dem Preis gepasst. Ich habe nur die falsche Toilette ausgewählt. Moment, Luxustoilette? Luxustoilette, Standardtoilette. Ah, das Spiel hat da einen Fehler drin. Das ist als Luxustoilette angegeben, ist aber die Standardtoilette. Deswegen war das mit dem Preis gerade so verwirrend. Ist die Standardtoilette dann die Luxustoilette? Nee, die ist auch Standard. Okay, dann ist das einfach wirklich nur ein Fehler vom Spiel. Okay, haben wir das rausgefunden? Luxustoilette Western. Würde ich gerne hier oben hinsetzen.
Wenn das wirklich jetzt eine Luxustoilette ist. Werden wir jetzt gleich sehen. Aber die passt hier vom Themenbereich eigentlich wunderbar hin. Das ist eine Luxustoilette. Da passt mit der Beschreibung überein. Ich würde gerne die Bank ein bisschen verschieben. Sieht auch richtig cool aus. Das sind die Waschbecken hier. Kann man sich die Hände waschen. Sagt hier der Preis 1,90 sind wir da sogar. Wenigstens haben wir eine Toilette gefunden und konnten uns übergeben, ohne uns zu plambieren. Alles klar, wir gehen mal vom Preis ein bisschen runter. Ich glaube, der Preis passt denen nicht. Mehr Spaß, sucht aber kein, doch, sucht Geldautomat. Da hätten wir einen Geldautomat. Ja, wir müssen noch mal gucken, dass wir vielleicht hier oben noch mal einen Geldautomat hinsetzen. Als Servicedienstleistung. Vielleicht hier die Kurve. Ja, so sieht zwar ein bisschen behämmert aus, aber kann man machen. Hier oben ist eh noch kein Deko angebracht. Da ist noch sehr lieblos alles. Was machen denn eigentlich hier die Automaten? Werden die mittlerweile gut genutzt? Ja, der macht noch Minus, macht Plus, macht sowieso Minus. Geldautomaten sind bei uns Minusgeschäfte. 4.800 Besucher. 4.800 Parkbesucher. Ist das krass oder ist das krass? So, gucken wir doch gerade mal nach den ganzen Bedürfnissen. Also, Glücksgefühl. Die sind alle so glücklich, denen scheint die Sonne aus dem Arsch, kann man quasi so sagen. Gucken wir gerade mal nach dem Trinken. Die sind alle so gut versorgt. Ja, wir haben hier so ein paar vereinzelte da. Hier sind auch noch ein paar gelbe unterwegs. Das passt, aber größtenteils ist alles grün. Was halt echt mega ist bei so vielen Besuchern. Also unser Park ist gut ausgestattet jetzt seit dem neuen Update. Essen. Wir haben hier eine kleine Essensschlange, die ist aber noch vollkommen okay. Hunger haben sie alle so ein bisschen. Das sind alles kleine Tommys, die immer Hunger haben. Sieht aber auch im Großen und Ganzen echt gut aus. Toilettenbedürfnis. Gucken wir doch gerade mal danach. Das sieht auch viel zu gut aus, viel zu viel grün. Ja, hier unten die Toilette ist so ein bisschen überlastet. Theoretisch müsste man da nochmal eine hinsetzen in der Nähe irgendwo. Aber da ist halt alles schon ziemlich voll. Wir könnten theoretisch noch eine Toilette hier hinsetzen. Ja, dass wir sagen, wir reißen das weg und setzen dafür lieber eine Toilette hin. Dass die nicht mehr so überlastet ist. Kann man theoretisch machen. Gucken wir gerade mal nach der Energie. Wunderbar. Wunderbar. Funktioniert alles. Die nutzen die Bänke. Wir haben auch überall schöne Bänke platziert. Passt. Übelkeit. Übelkeit vereinzeln. Nur noch so vereinzelt. Ist auch okay. Neuphorie. Wir brauchen mehr Sunnies. Das sieht noch viel rot aus, aber ich denke mal, das kriegen wir auch noch in den Griff. Sucht Souvenirs. Auch alle glücklich. Alle glücklich. Geldautomaten. Sieht auch wunderbar aus. Nö, alles soweit eigentlich gut. Wir könnten bei der Toilette noch mal ein bisschen nacharbeiten. Ja, bei der Neuphorie könnte man noch ein bisschen nacharbeiten. Aber ansonsten... Ja, Teenager sind hauptsächlich im Teenager-Bereich da oben. Ja, aber auch ein bisschen noch bis hier unten. Nur hier in den Erwachsenenbereich, ganz da unten wollen sie nicht hin. Erwachsene. Aber natürlich ganz viele hier unten, ganz viele auf dem Weg. Erwachsene sind halt überall verteilt. Ja, wenn sie auch mit ihren Kindern hier sind, dann ist halt auch natürlich immer ein Erwachsener mit dabei. Ah, sieht auch wunderbar aus. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Durch und durch. Ja, ich würde jetzt halt hier, glaube ich, wirklich den Shop hier entfernen. Der wird nicht benutzt. Der macht Minus. In den letzten 30 Tagen waren 4 Besucher da. Weg damit. Setzen wir lieber noch eine Toilette hin. Haben wir mehr von. Sind die Besucher glücklich. Wir haben ja, glaube ich, eh einen Getränkeautomat, oder? Ja, da ist ein Getränkeautomat. Also die können sich da was zu trinken holen, wenn sie möchten. Wir gucken mal, dass wir hier noch eine Toilette hingesetzt bekommen. Die haben wir da, glaube ich, wenn ich endlich mal auswählen könnte, oder? Ja, da. Was haben wir denn Schönes? Da Vinci, sieht die cool aus? Die sieht ziemlich abgedreht aus. Ich glaube, wir setzen da einfach nochmal so eine normale hin. Ich glaube, eine normale tut's. Erkennen die Besucher auch. Ist zwar ein bisschen weit weg vom Schuss.
Aber ich glaube, wenn man muss, dann sieht man das schon. So, wird auch automatisch jetzt richtig synchronisiert. Das war ja vorher auch so das Problem, wenn du zuerst nach dem Setzen die neue Toilette ausgewählt hast, wurden die Preise von allen Toiletten auf 0 runtergesetzt, weil die neue natürlich noch auf 0 hat. Jetzt wird das synchronisiert mit den anderen Toiletten. Kannst du auch gleich draufklicken, das läuft dann schon. Boah, 433 macht die Plus. Scheint überfüllt zu sein, ja. Deswegen gibt es jetzt da eine neue Toilette. Wir haben auch schon wieder einen Punkt übrig. Ich würde gerne mal einen Sunny wieder upgraden. Haben wir noch Sunnys? Hallo? Sunnys? Ich sehe keine Sunnys mehr. Haben wir die alle schon geupgradet oder sind die alle gerade in Pause oder... Da ist noch einer. Ich bin ehrlich, in diesem Psyche-Amp-System steckt viel von mir selbst. Ihre Harmonik ist absolut mörderisch. Okay, nicht wirklich mörderisch, das wäre schlecht. Sie ist kuratorisch. nein, das heißt was anderes. Ich mag Sophia, die ist cool. Okay, ich bin am überlegen. Süßigkeitenautomat hier vielleicht nochmal hinklatschen. Ah, passt nicht so hundertprozentig. Aber während die Leute hier auf der Toilette warten oder vor der Toilette warten, wäre es halt eigentlich an sich ganz praktisch, wenn wir hier nochmal so einen Automat reinklatschen. Wir können die sogar so ein bisschen in die Wand integrieren. Komm, neben die Toilette direkt mal einen Süßigkeitenautomat hier geklatscht. Wollen wir hoffen, dass der benutzt wird. Ja, die ersten gehen dran. Schön. Und die andere Toilette wird auch genutzt. Ich hoffe, das entlastet die jetzt so ein bisschen. Die macht auf jeden Fall auch schon Gewinn hier. Waren schon 13 Leute drauf. Hier 179. Also die Toilette ist halt wirklich... Huiuiui. Im Haupteingangsbereich. Und wie sieht's hier aus? Boah, die ist genauso überlastet. Also hier hinten die Toilette ist genauso überlastet. Alles klar, dann müssen wir da vielleicht auch nochmal eine hinsetzen. Ich bin gerade überlegen, haben wir hier eine Luxustoilette schon in der Nähe? Ich glaube ja nicht. Komm, setz mal nochmal eine Luxustoilette hier hin. Oder halt hier direkt an die Kreuzung. Machen wir es so. Parkeingang sind meistens Toiletten angebracht, deswegen haben wir jetzt hier nochmal eine hingesetzt. Vielleicht geht der ein oder andere ja drauf. Sind wir jetzt bei 1,85. Pro Sitzung ist okay. Hier hinten ist aber auch noch ziemlich dunkel. Da haben wir noch keine Lichter wieder eingefügt, nachdem ich die Straße da weggerissen hatte. So, ansonsten, ja. Gefällt mir alles sehr gut. Die Krake macht gerade merkwürdige Geräusche. Wie wird das hier genutzt? Macht plus. 10 Leute genutzt. Alles klar, also Burger werden jetzt ein bisschen mehr genutzt. Hier Getränke, macht ein bisschen Minus. Da sind wir aber auch noch auf der falschen Geschwindigkeit drauf. Das tun wir jetzt gerade mal abändern. Macht ein bisschen Minus. 183 Personen gehen da drauf. Hier sind 31 jetzt schon drauf gewesen. Macht also auch Plus auf jeden Fall. Wie wäre es, wenn wir den Automaten vielleicht auch umziehen, dass wir den auch hier so direkt mal dran setzen? Wäre auch halb ein Gebäude drin, das sieht auch merkwürdig aus. Nee, komm, lassen wir erstmal so. Was ist hier los? Will keiner mitfahren? Macht Minus? Warum? So viel bezahlen wir nicht für Weltraumstart. Alles klar. 4850 Besucher. Sogar steigend. Krass. So, ich hoffe mal, wenn ich den Preis jetzt wieder reduziere für das Fahrgeschäft, dass das auch wieder gescheit genutzt wird. Wäre ja schade, wenn nicht. Das wäre ja schade, wenn nicht. Da ist jetzt auch gut was los. Wie sieht's hier aus? Wird auch gut genutzt. Mal ein bisschen langsamer werden. Mal weniger Verlust.
Schnäppchen. Schnäppchen darf man mir nicht sagen. So, Preis angezogen. Hier oben können wir auch mal auf schnell gehen. Da ist auch recht viel los mittlerweile. Mich freut es auch gerade so, dass der Weg jetzt hier mehr genutzt wird. Der war die ganze Zeit tot. Da war ja nichts los. Macht 27 Verlust hier das Fahrgeschäft. Ist okay. Preis ist ziemlich in Ordnung. Da gehen wir da nochmal einen Ticken höher. Dass wir vielleicht weniger Verlust noch machen. Sobald wir da auf Null sind, bin ich mit zufrieden. Boah, fast 4.900, wenn es so weitergeht. Das wird auch jetzt gut genutzt. Macht auch jetzt Gewinn. Nicht gerade wenig. Hier stehen die Leute auch gut an. Luxustoilette wird auch genutzt. Schön, schön. Die Toilette ist ja eh komplett überfüllt. Mit dem Pausenraum. Wir haben hier die Tacos. Taco, Taco. Das muss halt alles noch richtig ausgebaut werden hier. Ja. Haben wir noch irgendein cooles Fahrgeschäft, was hier gut reinpasst in den Bereich? Das ist mehr was für Erwachsene. Colorado-Fahrt, ja, das ist mehr Western-Bereich. Wir könnten theoretisch nochmal ein Riesenrad bauen und das dann upgraden. Hier in dem Bereich. Ansonsten würde ich hier hauptsächlich noch, ja, Geschäfte hinsetzen. Sowas wie Souvenirs. Haben wir hier recht wenig, nämlich auf der Strecke. Also wir haben hier Balance. Wir haben da oben Plüschtier. Plüschtier und Balance, mehr haben wir hier unten anscheinend nicht. Da noch so ein bisschen was hinsetzen. Plüschtier haben wir. Scherzartikel-Shop fehlt zum Beispiel noch. Das wäre was für Teenager, aber es sind, glaube ich, auch recht viele Teenager unterwegs. Hutshop ist auch immer ganz beliebt eigentlich. Ah, mir gefällt die Position aber nicht so ganz. Machen wir es lieber so. Lieber so. Tun wir die Lampe gerade mal umrücken. Gegenüber von der Toilette natürlich auch eine wunderbare Position. Gehen wir gerade mal auf faul. Und dann vielleicht noch. Wir haben jetzt einen Hutshop, wir haben Balance, wir haben Plüschtiere. Scherzartikel fehlen noch. Wo haben wir denn das Standard? Da, Scherzartikel. Das Geräusch gerade beim Hinsetzen von dem Gebäude. Okay, die ersten stürmen direkt schon mal hin. Dass wir den Leuten noch so ein bisschen mehr Geld abgreifen können, die hier entlang laufen. Oh, das wird sogar echt gut angenommen. Krass. Wie die Toilette hier. Krass. Das sieht schon gleich viel besser aus, wenn überall an den Gebäuden irgendwo ein paar Leute rumstehen, die nicht so leer da hängen. Was macht der Automat? Macht Minus. Also Süßigkeiten sind hier nicht so ganz gefragt, stellen wir gerade fest. Dafür aber die Toilette, die ist gefragt. Die auch mittlerweile. Ja, 141, 85 Besucher. Da kann man mal runtergehen vom Tempo. Der Bereich ist auch so richtig schön eingependelt mittlerweile. Hier oben müssen wir auch noch eine andere Toilette hinsetzen. Auf jeden Fall, das zählt noch zum Western-Bereich. Kleiner Moment, liebe Leute. Ihr kriegt jetzt eine gescheite Toilette. Das war eine Standard-Toilette, oder? Das passt doch auf jeden Fall viel besser. Ha.
Ach ja, ich liebe es, durch diesen Park einfach so durchzuschlendern und schöne Bilder zu machen. Oh, voll die Schießerei hier. Wird ja überall geschossen. Sicher gerade erst. Eieieiei. Wie sieht's hier aus? Oh, richtige Schlange. Das Geschäft, wo die Mitarbeiter sich dermaßen zu Tode gelangweilt haben, das rentiert sich mittlerweile. Alter, was ist denn hier los? Also, das war auf jeden Fall mit den Hüten, war hier eine richtig gute Investition. Die Tacos müssen auch mal ein bisschen schneller machen. Hier, das ist jetzt nicht ganz so... Ja, Scherzartikel sind nicht ganz so gefragt. Hauptsache, wir haben ein bisschen Auswahl. Was macht die Toilette hier? Ist die auch überlastet? Hier drin sieht es recht sauber aus. Alles klar. Scheint überfüllt zu sein. Also die Toilette ist auch ein bisschen arg dolle gefragt. Vielleicht müssen wir hier doch nochmal irgendwo eine hinsetzen. Toiletten kann man nie genug haben. Was macht das Rad? Das macht sogar Plus mittlerweile. Ganz klein wenig. Ist zwar immer noch ziemlich verlassen, aber es macht ein bisschen Plus. Was macht's Infinity-Rad? Mittlerweile überfüllt. Schauen wir da eine Schlange. Ja, nee, hat sich wieder ein bisschen abgeflacht. Aber macht Plus. Das ist super. Wir machen auch voll viel Gewinn. Also, liebe Leute, ich würde fast wirklich sagen, weil viele gesagt haben, ja, nach dem Problem, die du im Spiel hattest, will ich mir das Spiel doch nicht holen. Wenn es dann irgendwann mit dem Besucher ein bisschen besser ist, wollen sie es nochmal anschauen. Ich würde mittlerweile sagen, also nach dem Update, ihr seht es ja selber, es funktioniert tausendmal besser. Auch bei der Parkgröße, die wir jetzt aktuell hier erreicht haben. Es ist einfach schön, jetzt zuzusehen, wie das alles hier funktioniert und wächst und läuft und die Besucher immer mehr werden. Es scheint jetzt auf jeden Fall viel besser zu funktionieren. Also ich würde jetzt auch eher eine Empfehlung aussprechen für das Spiel, weil es einfach besser läuft, auch bei einem etwas größeren Park. Das verlassen, da will keiner mehr hin. Hatte gerade einen Ausfall. Ist aber jetzt wieder repariert, das heißt, die ganzen Leute müssen jetzt erst wieder da hochgewatschelt kommen. Alles klar. Müssen halt da oben auch mal gucken, dass wir die Leute mehr hochgezogen bekommen. Wir haben jetzt hier einen wunderschönen Rundweg. Ich habe immer noch keine richtig krasse Achterbahn gebaut, das will ich immer noch machen. Aber das werden wir wahrscheinlich dann auch erst wieder machen, wenn das Let's Play hier mit Park Beyond richtig weitergeht. So, wir müssen gerade da mal ein bisschen danach gucken. Und ich würde auch hier fast die Gebäude austauschen mit Western-Style. Weil das auch noch so in dem Western-Gebiet drin ist. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Maßnahme. Hier, Energy-Drink-Shop, komm, den schmeißen wir gerade mal raus. Energy-Drinks. Soft-Drinks, wo haben wir Energy? Da haben wir Energy. Energy-Drink. Es passt einfach viel besser hier in das Gebiet rein. Döner. Kebab-Shop. Weg damit. Kriegen wir auch ein anderes Design hin. Oder? 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 Ja. Ja, mega Design. Goldmine? Ja, krass. Goldminendesign. Ja, da stürmen die Leute doch hin. Das passt doch einfach super. Scherzartikel-Shop. Den müsste man theoretisch auch austauschen. Oh, das sieht geil aus. Tschüss. So, da, das tun wir austauschen. Scherzartikel-Shop, da haben wir. Ja, moin. Das passt doch. Sehr schön. Gefällt mir. So, ich speichere das Spiel gerade wieder, deswegen ruckelt es kurz. Das würde ich gerne kopieren und da hinsetzen. So, da haben wir jetzt auch noch so ein bisschen Western-Bereich. Das müssen wir auch noch austauschen und. Wir haben noch so viel zu tun. Ich wollte aber gerade mal gucken, ob ich noch einen weiteren Sunny finde zum Hochleveln. Zack, somit passiert. Haben wir gleich schon den nächsten Punkt. Bubble Tea. Bubble Tea. Reißen wir den auch gerade mal weg.
Ist nicht so ganz beliebt. Kann ich auch verstehen. Hätte ich selber auch keinen Bock drauf. Aber ich denke mal, so ein kleines, cooles Gebäude passt hier auch ganz gut rein. So, haben wir das. Pausenraum müsste man dann ein bisschen umziehen. Ein bisschen rumrücken. Machen wir dann auch demnächst mal, glaube ich. Da oben haben wir noch schon Da Vinci-Style. Ich bin am überlegen, ob wir den Western-Bereich nicht einfach noch ein bisschen länger ziehen. Das alles hier mit Western-Gebäude austauschen, dass man wirklich so eine richtige Stadt hat. Das ist nur so ein kleines Dörfchen hier quasi, kleines Western-Dörfchen hier auch. Und hier oben dann vielleicht so eine richtige Stadt draus macht und das ein bisschen länger zieht. Und das Fahrgeschäft dann vielleicht nochmal hier oben irgendwo im Normal hinsetzt. Also jetzt nicht geupgradet, sondern nur einfach eine normale Version davon. Genauso von dem. Die passen beide wunderbar in den Western-Bereich rein. Passen in keinen anderen Parkbereich vom Thema rein. Deswegen müsste ich diesen Bereich eigentlich vergrößern, damit ich die nochmal unterbringen kann in Normal. Und das wäre eigentlich ja hier oben. Und ich finde auch, dieses Spukhaus pflegt sich eigentlich gut in den Western-Stil rein, oder? Also ich glaube schon, dass wir das machen werden. Mal bei den Fahrgeschäften. Theoretisch müsste man die vielleicht umziehen, dass man die weiter nach oben rückt. Und, oder man rückt die nicht nach oben, man fügt endlich den Weg hier zusammen und setzt die hier irgendwo hin. Fragen über Fragen, aber ich glaube, es wäre ganz gut auf jeden Fall, wenn wir die Fahrgeschäfte nochmal in normal hier oben hin pflanzen und die irgendwo anders hinsetzen. Mal gucken, wo unser Baubereich ist. Baubereich hätten wir sogar schon bis hierhin. Da muss ich mir nochmal Gedanken machen. Aber auf jeden Fall wäre das, glaube ich, eine Idee, um die anderen Fahrgeschäfte auch nochmal reinzukriegen. Die sind halt riesig. Das wäre halt eine Idee. Hier hätten wir eine schöne Stelle, um so eins nochmal hinzusetzen. Und ich meine, wir könnten ja theoretisch die einfach weiter hinten hinsetzen. Erstmal. Ich glaube, das machen wir dann auch. Aber nicht mehr in dieser Folge. Ich würde auch langsam sagen, es wäre ans Ende dieser Folge kommen. Ihr seht's, es funktioniert mit dem neuen Update alles viel besser. Es macht auch viel mehr Bock wieder. Wir sind jetzt fast bei 5000 Besuchern. 7385 verträgt der Park aktuell insgesamt mit der Parkstufe. Wir sind jetzt bald bei 5000 und die Zahl steigt und steigt und steigt. Die Finanzen sind eigentlich durchweg positiv. Ja, die rutschen mal ganz kurz vielleicht ins Minus ab, aber ansonsten durchweg positiv, auch mit neuen Angestellten positiv. Die Besucher sind fast alle glücklich. Wir haben kein Toilettenbedürfnis mehr so wirklich. Das sieht gut aus. Die Energie funktioniert besser bei den Besuchern. Es läuft einfach. Wir haben auch jetzt hier schöne Designs drin. Die hätte man auch schon vorher gehabt. Aber jetzt haben wir halt dadurch, dass der Park besser läuft, ein bisschen mehr freischalten können. Und es macht einfach jetzt einen durch und durch wieder guten Eindruck nach dem Update. Also ich kann das Spiel auf jeden Fall eigentlich euch nur weiterempfehlen. Falls ihr euch das auch holen wollt, guckt einfach mal in die Infobox oben rein, da ist ein Affiliate-Link. Oder in die Videobeschreibung reingucken, da müsste auch ein Affiliate-Link drin sein. Könnt ihr euch gerne bei Instant Gaming kaufen. Affiliate-Link bedeutet, ich kriege dann einfach ein paar Prozent von dem Gewinn ab, was Instant Gaming quasi einnimmt. Und ihr bezahlt trotzdem nicht mehr für das Spiel, ist trotzdem günstiger als woanders. Einfach mal schauen, falls ihr Interesse habt, mich noch unterstützen wollt mit. Genau, so, dann würde ich sagen, boah, wie viel hier einfach los ist. Ich feiere das so, wenn so viel los ist. Dann würde ich sagen, ja, kommen wir langsam ans Ende der Folge. Ich will eigentlich gar nicht beenden. Ich komme von diesem Spiel nicht los. Es macht so unglaublich süchtig. Egal, wir müssen beenden. Wir sind jetzt schon fast wieder bei einer Stunde. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten. Link dazu unter Social Media, auch in der Videobeschreibung. Und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde auch sehr weiterhelfen. Gerne natürlich auch die Videos teilen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.